Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Unbound. In der letzten Folge sind wir den Berg hier hochgeklettert, haben ein paar Pokémon befreit, die haben eine Treppe gebaut und jetzt gehen wir diese Treppe hoch. So. Endlich das letzte Teil unseres Puzzles. Eins mit dem Donner, eins mit dem Blitz. Ein fürchterlicher Sturm. Die Welt paralysiert. Hör meinen Ruf, Zapdos. Sankren Toron, ich rufe dich. Komm her aus den stürmischen Wolken. Toll, Zapdos, komm halt. Nun, Zapdos, du wirst... Es hat gerade den Schattenkrieger verschwinden lassen. Los, haltet es fest. Los, Zapdos, wehr dich. Yes, Zapdos. Nun, Zapdos, du lässt mir keine Möglichkeit. Ha, netter Versuch. Oh, Rabigator. Aber so einfach wirst du mich nicht los. Rabigator, Steinkante. Oh, oh, oh. Nun, Zapdos, es ist Zeit, dass du mein wirst. Das hat viel länger gedauert, als ich erwartet hätte. Toll, Miri, zu spät. Es ist endlich Zeit, zu den Ruinen des Voids zu gehen. Ich hatte überall Wachen stehen, damit du nicht kommst. Sogar die Treppen habe ich zerstören lassen. Wie bist du da vorbeigekommen? Ha, egal. Selbst wenn du versuchst, mich aufzuhalten, Zapdos Macht gehört nun mir. Und mit seiner Macht werde ich dich einfach aus dem Weg befördern. Oh, ich hatte bei dem Regen echt schon befürchtet, ich muss gegen das Kack Zapdos mit seinem Donner kämpfen. Okay. Es regnet. Es setzt mich unter Druck. Sehr nett. Giftstachel. Ah, er setzt Agilität ein. Auch sehr nett von ihm. Das Problem ist mit Giftstacheln, dass in diesen Trainerkämpfen, die einfach ihre Pokémon heilen. Nicht so wie im Competitive, wo du keine Items einsetzen darfst. Das ist schon fies. Legen wir nochmal Stacheln aus. Aber es hält gut aus, das Pion Draghi. Das muss man ihm lassen. Es steckt das gut weg bisher. Ich weiß nur nicht, ob es noch einen Burschnamen überlebt. Kommt wahrscheinlich auf einen Zufallswert an. Ob der mir wohlgesonnen ist. Ja, ist er. Oh, gecrittet. Yay. Du bist das einzige Pokémon, das regelmäßig crittet. Ich bin stolz auf dich. Wir werden jetzt aber erstmal heilen, würde ich sagen. Wo ist meine Milch? So. Besser als nichts. Kommt der nächste Bohrschnabel. Er wird es jetzt aber wahrscheinlich sowieso heilen. Außer das Gift reicht, was es leider nicht tut. Hypertrank. Ha! Er hat keine Status-Heil-Items. Oder zumindest noch nicht. Ich meine, ist okay für mich. Guck mal, das Toxin macht inzwischen aber auch gut Schaden. Ja, schon wieder gecrittet. Feines Pokémon. Das Gift sollte jetzt aber auch reichen. Tut es auch. Gutes Gift. Sehr schön. Und sogar ein Level-Up. Akupressur. Nee, wir haben keinen Platz mehr. Na, kommt das Rabigator. Unlichtboden. Hm. Schwierig ist das. Wenn ich jetzt ein reines Kampf-Pokémon hätte, aber ich habe leider nur ein Feuerkampf-Pokémon. Das ist schwierig gegen Rabigator. Sehr schön. Kommt sein Bedroher. Nicht sehr schön. Wir machen den Surfer. Steinkante. Au.
Aber nicht Hälfte Schaden, das ist gut. Das wird also hoffentlich kein Tube. Ah! Alles gut. Haben wir unter Kontrolle. Sehr schön. Level up, level up. Macht ihr beiden gut. Gut gelevelt. Oh. Okay. Hm. Leider ist mein Unlicht-Pokémon ganz schön plädiert. Schauen wir mal, was er damit vorhat. Hat er damit eine fiese Taktik vor? Weil die kann man durchaus machen mit Zwiffins. Wobei es jetzt schon abgeschwächt ist dadurch, dass es vergiftet ist. Jetzt Gegner verbrennen und dann immer wieder Leitteilern. Und Evolid drauf. Fies von ihm. Fies von ihm, das so zu machen, wie ich gesagt habe. Das war ein Witz, mach das nicht. Wir werden das nutzen, glaube ich, und eben hier das wieder ein bisschen hochheilen. Konfustrahl. Die Taktik wird irgendwie immer gemeiner. Verbrennen und verwirren, das finde ich grenzwertig. Das Schöne ist, es wird irgendwann an seinem Gift einfach draufgehen. Egal, was passiert. Ist verwirrt. Es hat sich selbst verletzt. Das ist nicht nett. Oh! Was kommt denn der Eisschlag erst jetzt? Weil das Ding wahrscheinlich kaum Schaden macht. Wow! Das ist Flipklop. Was macht das für Schaden? Was ist los mit ihm? Ich glaube, wir müssen das Ding hier down gehen lassen. Ja, das war klar, dass er das hat zum Finishen. Das ist auch so Standard. Ha! Okay. Fies von ihm, muss ich sagen. Wenn das Pokémon auftaucht, könnt ihr euch immer sicher sein, es wird fies. Weil es ist ein fieses Pokémon. Das hat nicht gereicht. Der muss ein Evoli drauf haben. Hat ja die Verteidigung des Todes. So. Aber gegen Vergiftung kann es auch nichts tun. Wen haben wir als nächstes? Oh nein, da kriegen wir eigentlich gut. Oh, es will sich boosten. Fantastisch. Das fängt ja schon gut an. Wir vergiften es direkt mal. Giftio. Nennt mich Miri Giftio. Mirio Giftio. Denn ich vergifte alles. Auch wenn es fliegt und deswegen nicht in meine Giftstacheln tritt. Wie viel Schaden mache ich denn? Trotz Verbrennung. Okay. Oh, wow. Das hat gereicht. Beeindruckend. Ich bin beeindruckt. Nicht schlecht. Ja, dass es sich geboostet hat, ist halt echt ungünstig. Aber kann man nicht ändern. Psychokinese. Wow. Okay. Das geht hier aber gerade durch. Das marschiert durch mein Team durch. Finde ich uncool. Aha. Noch drei Pokémon übrig und er hat noch eins danach. Versuchen wir es mit dem Knirscher. Komm schon. Lauli, das wirst du ja wohl. Das hat sich nur einmal geboostet. Danke. Ja, Was ein nerviges Ding. So, letztes Pokémon. Kakturm. Interessant. Erstmal vergiften. So muss das. So muss das sein. Vergiften wir es erstmal. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie viel schwerer ich bin. Okay. Nicht viel schwerer. Oh nein, es regnet. Oh nein, es regnet. Oh, fies. Das ist meine Taktik.
Es regnet, das habe ich ganz vergessen. Sollte ich nicht auch effektiv sein mit meiner Kampfattacke? Tiefschlag, okay. Sehr schön. Gut, dass es noch Unlicht vom Typ ist. Gegen eine Pflanze hatte ich jetzt Probleme gehabt. Aber so geht das. So bekommen wir das hin. Sehr schön. Die Macht von Zapdos. Sofort verschwunden. Es ist vorbei für mich, Miri. Ich kann dich nicht besiegen. Also werde ich Zapdos wieder freilassen. Du hast mein Versprechen, dass ich es nicht wieder fangen werde. Das hört sich nach einer Lüge an. Hä? Er hat es wirklich gemacht? Das war überraschend. Passiert denn jetzt noch was? Oder kann ich einfach mit Fluchtseil vom Berg runter? Muss ich dafür in die Höhle rein? Kann ich fliegen? Spart! Flieg mich bitte einmal hier hin. Ach, schön ist es hier. Hi, Jax, Miri! Sag mir, konntest du Zapdos retten? Wirklich? Das ist toll. Ich war mir sicher, dass die Schatten einfach so mit Zapdos wieder abhauen würden, wenn du sie nicht besiegt hättest. Ich denke, Marlon hat doch irgendwie sowas wie Moral. Aber selbst wenn du Zapdos gerettet hast, die Schatten haben immer noch Arktos und Lavados. Glücklicherweise habe ich eine gute Idee, was wir als nächstes tun können. Triff mich in die Hara City, Miri. Ein Freund von mir wartet dort auf uns. Er wird uns helfen, die Pokémon von den Schatten zurückzubekommen. Wenn du nicht surfen kannst, kannst du von Tarmigan Town aus nördlich gehen. Bis dahin kannst du mir Surfen beibringen. Staraptor, los geht's. Anscheinend nicht. Wir könnten zusammenfliegen. Nimm mich mit auf dein Pokémon. Da wüsste ich auch, wo es ist. Ja. So unnötig. Hätte irgendjemand hier Verstand in den Pokémon-Spielen, dann würden mir einige Wege erspart bleiben. Schauen wir mal, wo ich hin muss. Nach der Hara City, das ist... Hier. Da muss ich von hier aus nördlich laufen. Was ist da hinten eigentlich? Ach, die Ruinen. Da müssen wir dann wahrscheinlich später hin. Haben sie ja gesagt, dass sie da hin wollen. Na, dann fliegen wir mal dorthin und gucken, ob ich irgendwie weiter nördlich irgendwo hinkomme. Schauen wir mal, ob es da irgendwo nach Norden weitergeht. Weil ich sehe da jetzt nichts unbedingt. Hier, doch, okay. Da hinten ist noch irgendwas, wo ich rechts gehen kann. Ist da ein Item? Was ist das für ein unnötiger Weg? Okay. Habe ich hier vielleicht schon ein Item geholt? Hi! Oh nein, Z-Attacken. Ja, ich habe leider immer noch nicht die Möglichkeit zu Mega entwickeln. Habe ich meine Pokémon geheilt? Ja, oder? Ja, sonst hätte ich ja noch die Toxin-Animation gekriegt. Ich bin froh, dass ich dich eingeholt habe. Ich habe gerade Maxima besiegt. Lass mich raten, du hast auch schon die Macht der Mega-Entwicklung? Nein. Was sagst du da, Miri? Ja, ich habe den Mega-Ring, aber ich kann keine Mega-Entwicklung einsetzen, weil ich keinen Megastein habe. Vielleicht weißt du nicht, wie man Mega-Entwicklung einsetzt. Nun, zuerst musst du so kämpfen können. Ich habe einfach keinen passenden Megastein. Was soll ich denn machen? Ich wollte ihn jetzt nicht anlügen und sagen, ich kann das, aber ich kann das nicht. Das ist fies von ihm, dass er da keine Rücksicht drauf nimmt. Hat er irgendein Gift-Pokémon gehabt? Wir werfen jetzt erstmal Giftstacheln raus. Hey! Stimmt, das Ding kann Steinattacken. Oh nein. Das trifft immer fünfmal. Wir machen trotzdem unsere Giftstacheln fertig und gut ist. Na gut. Das ging schnell down. Habe ich das One-Hit? Ist das schneller?
Wie nervig ist das denn? Ich hätte es doch vergiften sollen. Nein! Nein! Oh nein, das ist nicht sein Ernst. Was ist denn das? Ich bin mir sehr sicher, es ist illegal, mit einem KP mit so einem Pokémon zu überleben. Das war ja fies. Verhalt es. Blauli, Balui. Was soll das? Okay. Ich glaube, das wird nicht reichen. Okay. Der Kampf läuft gar nicht gut bisher. Dieses Kack-Pokémon, ey. Eigentlich habe ich schon jetzt keine Chance mehr. Noch 3 Pokémon und ich kann nicht ordentlich heilen. Kann man auch direkt lassen. Oh, ist nicht sein Ernst. Er kann sich auch noch selber heilen. Hör auf! Sagt, hör auf! Ja, wow, die Paralyse. Hat ja gar nicht lang gedauert, bis die mal was getan hat. Ganz toll, Paralyse. Ich glaube, ich krieg gleich einen Nervenzusammenbruch mit diesem Pokémon hier. Oh, guck mal, Beulenhelm. Hätte ich das mal früher dran gedacht. Habe ich aber nicht. Nervig. Der hat doch gar kein entwickeltes. Warte, ist das nicht Gestein? Bin ich damit mit Boden nicht effektiv? Erstmal instant vergiftet. Ja, das ist das Gute. Das meinst, das ist, das sich als erstes entwickelt hat, muss ich sagen. Habe ich aber echt Glück gehabt. Oha. Was soll denn das? Meine Verteidigung sind. Nein! Oh. Nervig. Jetzt heilt sich das auch noch von meiner Vergiftung. Das ist illegal, ehrlich. Mammutöl. Ha, das ist gar nicht so gut. Ist das Gestein oder Boden? Das ist Boden, glaube ich, ne? Ja, kacke. Meinen Drachen kann ich da jedenfalls nicht drin lassen. So. Ich bin sicher nicht schwerer als das Ding, also kann ich meinen Heat Crash nicht einsetzen. Nicht. Och, es ist schneller. Nicht one-hitten, bitte. Danke. Ja, toll. Geschwindigkeit senken. Als wäre ich sowieso irgendwie schnell gewesen. Ich habe aber auch seine Geschwindigkeit gesenkt. Leider haben wir uns damit ausgeglichen und ich bin definitiv immer noch nicht schneller. Ich heile jetzt erstmal Pokémon, würde ich sagen. Aber wen? Das ist ein Problem. Ich habe keine Ahnung. Gegen Mammutel hilft da sowieso keiner. Oh ja, jetzt auch noch critten. Selbst wenn ich es geheilt hätte, wäre das sinnlos gewesen. Fantastisch. Mach gern sinnlose Dinge. Gut, dass ich es nicht geheilt habe, wie ich es zuerst überlegt hatte. Er ist zurückgerufen. Nicht sein Ernst, was jetzt da... Oh nein, das hat H2O-Absorber erstmal. Und ratet mal, wer genau das falsche Pokémon wiederbelebt hat. Ich. Yay. Ja, toll, boosten. Ja, erstmal was zum Heilen aufbauen. Das ist immer sympathisch. Wir heilen jetzt erstmal in Ruhe unsere Pokémon. Das Ding da hinten scheint nur Mist zu machen.
Wasserpuls. Das Problem ist, ich möchte am Pharos ungern unnötig KP-Schaden machen. Deswegen wäre meine Idee jetzt, X-Bad einzuwechseln. Und dann nachher safe auf am Pharos zu wechseln, wenn X-Bad down geht. Okay. Fies von ihm, er hat das predicted. Was machen wir? Nein, das hat eine Erstschlagattacke. Das reicht, das reicht, das reicht. Shit. Oh. Der wird das doch safe jetzt die Runde heilen, oder? Okay. Macht er nicht. Hat er nichts mehr zum Heilen übrig. Ah, jetzt ist es down. Egal. Was auch immer. Jetzt kommt noch das Aquana. Wie schön. Hab viel Spaß mit Aquana. So. Mach es weg. Hat leider nicht gereicht. Schade. Hätte ja sein können, aber anscheinend heute nicht. Das ist mir heute nicht vergönnt. Mit einem Crit wäre das auch... Ja, sehr schön. Instant damit verwirrt. Aber ich bin durchgekommen. Yay! Sehr schön. Ja, ich habe leider keine Mega-Entwicklung, aber schön. Er hat auch keine eingesetzt. Gut gemacht, Miri. Dafür, dass du mich schon wieder besiegt hast, möchte ich, dass du das nimmst. Ja, ich wusste, dass man das Story-technisch früher oder später bekommt. Locke hat mich vor einer Weile eingeholt. Er hat das mir gegeben und gesagt, dass ich es dir geben soll, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Er hat mir auch einen gegeben. Aber er weiß, dass ich ihn auch fertig gemacht hätte, wenn nicht. Also, wo gehst du als nächstes hin? Die Hara City, hä? Da werde ich auch hingehen. Locke hat gesagt, dass es dort einen Typ gibt, der weiß, wie man übers Wasser kommt. Wie du weißt, suche ich nach meinen Eltern und meine Nachforschung hat ergeben, dass die Schatten etwas mit ihrem Verschwinden zu tun haben. Oh, meine Vermutung, wer seine Eltern sind, wird immer fester. Ich habe sie zu den Ruinen des Voids zurückverfolgen können, aber ich weiß nicht, wie man da zu Fuß oder mit Flug hinkommt. Wenn du wissen willst, wie man surft, dann solltest du den surfenden Typ in die Hara City finden. Bis später, Miri. Ja, Leute, ich kann mega entwickeln. Jetzt muss ich noch ein bisschen, wie ich Start benutze. So. Müssen wir aber den Beulenhelm jemand anderem geben. Yay! Da bekommst du den Beulen. Hey, viel Spaß damit. Okay, fantastisch. Ich wusste, dass man das Story-technisch bekommt. Leute, ich würde aber sagen, wir beenden hier die heutige Folge. Wir haben genug geleistet für heute und sehen uns dann morgen in der nächsten wieder. Bis dahin, macht es gut und tschüss.